Herzlich willkommen hier auf Gaming Paradise 9046 zur nächsten Folge des WWE 2K19 Minecraft Let's Plays. Ja Leute, ihr seht schon, wir stehen hier im Backstage-Bereich rum. Vor uns stehen Kevin Owens und Sami Zayn, die gerade ein 2-on-1 Handicap-Match um den US-Title gegen uns zugesichert bekommen haben von dem Typen da rechts, Triple H. Ja, genau in dieses Match wollen wir jetzt hineinstarten. Steht nichts Besonderes. That music can mean only one thing. Die Entrances brauchen wir nicht. Yet again, Triple H has stacked the deck against Buzz tonight in his 2-on-1 US title handicap match. He was able to overcome the odds at Money in the Bank, so I'm willing to bet he can do it again here tonight. He may not have to if KO and Sammy are unable to work together. You never know what can happen with superstars' egos when there's a title on the line. Don't be ridiculous, Cole. Kevin Owens and Sami Zayn are professionals. They know what's at stake, and they're not going to let jealousy or anything else get in the way. Boom, what impact! Harsh impact. Wow. Nice arm drag. Took him out at the knee. Hey, wie aber auch. What grace. Float over into the ball, man. That hurt. Nailed it. Oh, schön. Stiefel abputzen. Guys, a loss here for the champion would be incredibly embarrassing, especially considering all the trash talking I'm told has been going on behind the scenes. I don't want to reveal my sources, but let's just say there's been some pretty harsh words being tossed around. This might be it. Oh my, what impact. Took him out at the knee. Nice jab kick, great elevation. I don't know who your sources are, Corey, but it wouldn't surprise me at all to learn that the champion has been a little cocky heading into this one. There's nothing wrong with that, Michael, especially considering just how dominant the champ has been of late. When you're that good, you have... He's got him covered. Caught with the elbow! Right on the jaw. Looking to catch him off guard there, I guess. Gonna take a whole lot more. You gotta believe this one's over! Caught with the elbow! Right on the jaw. What a stomp! Grief. Oh my goodness, crushing it! Walking around the city earlier today, guys, the only thing anybody was talking about was this title match. Everywhere I went, from the coffee shop to the bookstore, everybody was talking about this match. Look, oh man, what an inverted Frankensteiner! Irish whip! Look out, there he goes. Knocked right off his feet. He's a long way from a three count, I can tell you that. Not yet. Byron, I had a similar experience as you this morning. Nearly every person at the gym I went to was talking about this title match, and rightfully so. This is an absolutely huge match. Okay, wait. Let me get this straight. Byron spent the morning at the bookstore, while you, Cole, went to the gym. Matt, that's brilliant. You guys have any other jokes? He goes for the cover. Who can't afford to make any mistakes here tonight? Not when you're in the ring with a champion as dominant as this one. And the champ kicks out. And the match continues. Oh, nasty impact. The champ is just being outclassed right now. Things are looking dire for Buzz. Oh, my. All but over. Follow
Und noch einmal mit Kitty. The challenger has to remember just how rare championship opportunities truly are here in WWE. A loss here could result in a trip to the back of the line. Don't worry, Cole. This isn't the challenger's first rodeo. Everybody knows exactly what's at stake here. Oh, goodness! Jam your leg in the back way. Ooh, oh, right to the back. Oh, man, what a hit. Knocked right off the apron. He doesn't want to do this outside the ring. I know anything is possible, but I just can't envision a new champ being crowned here tonight. The champ just comes into tonight with too much momentum. Boom! Now watch the suplex. This might be it. Oh, my. Boom, what impact. Byron, I agree that the champ comes into tonight with a great deal of momentum, but like you said, anything can happen. We've seen he's got the shoulders down. What is keeping this competitor going? I am in shock. What's it going to take to keep this guy down? Diese Musik hat immer nicht helfen. A knee drop! Um was mir gegenzusetzen. Oh, Buzz just barely got out of the way. Oh, what impact. Danke, Kevin. Beautiful technique. Harsh impact. The challenger is starting to slow down a bit here. Moonsault! Gotta like the champ's chances now. Straight punch, nothing fancy. Quickly into the cover with the title on the line. And he kicks out. Oh, is it still in this? Neckbreaker. Ouch. Okay, Kevin Owens ist schon. Na, da wusste ich nicht, was wir haben will. Beautiful technique. Okay, das heißt, nicht mehr von in a major way, too. Aber jetzt geht's erstmal auf die. What is Lariat? Will Buzz be able to continue? Ah, what a clothesline. Forcefully delivered. I'm not sure how much he has left. The night could be over for Kevin Owens. The shoe might be on the other foot here. If you ask me, fellas, this championship match is among the most highly anticipated that we've seen in quite some time. He's making a statement here with this attack. Oh, the old head scissor. Buzz pulled off the impossible. No, he hasn't. I told you, these two would be on the same page. What the? RKO out of nowhere. Where did Orton even come from? War doch klar, oder? Taking advantage. Shoulders are down. We got a new champ. Oh my gosh. It took a couple of tries, but with the help of an old friend, Triple H finally got what he wanted. You guys are burying the lead here. Kevin Owens and Sami Zayn are your new United States champion. Buzz never had a chance. With Orton interfering, it was essentially 3-on-1. 4-on-1 if you include Triple H. Oh, nasty impact. Mit dem Titel dazwischen. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe aber so eine Idee, was jetzt kommen wird. Okay, erstmal gucken wir hier nach. Sieht nämlich aus, als geht es doch anders weiter. So, hier. Okay, also erstmal von Baron Blade. Tut mir leid, dass du den US-Title verloren hast. Nicht deine Schuld. Du warst in der Unterzahl. Ich weiß, dass du meine Hilfe nicht willst, aber ich bin da. Wenn du Rückendeckung brauchst, wir können alles hinter uns lassen. Daniel Bryan noch. Ich weiß, du bist sauer wegen dem, was bei dem US-Title-Match passiert ist. Aber wir haben nicht die Zeit, uns darüber zu ärgern. In 2 Tagen brechen wir zur großen Japan-Tour auf. Ich habe eine besondere Überraschung für dich, wenn wir dort ankommen. Ja, das wird echt eine sehr schöne Überraschung. Wenn es das wird, woran ich mich meine zu erinnern. Dann würde ich sagen, Leute, auf nach Japan.
beziehungsweise nicht Japan. Wie ich es gerade ausgesprochen habe, sondern Japan. Ich wollte zuerst Japan sagen und habe dann Japan gesagt. Da habt ihr mal ein paar Superstars, die in Japan waren. Styles, Chris Jericho, Nakamura natürlich, Finn Balor, Asuka. So, auf zum am nächsten Tag. Okay, was ist mit dem los? Absolut nichtssagende Sequenz gewesen. Okay, wollen wir erstmal mit Danny Bryan reden? Der natürlich im Flugzeug einfach aufsteht, um mit uns zu reden. Macht total Sinn. I'm really looking forward to this trip. Warum das denn? Because Triple H is not on it. And I'm excited to see your match against Nakamura, of course. Depending on how that goes, you might have a match at the Dome for our big WWE Network special. Okay. Das wäre genial. Hoffentlich klappt das. Well, let's not get ahead of ourselves. Before all that, I've arranged for you to take on an up-and-coming star from a Japanese promotion. You know, to help shake off any jet lag. Okay. Wer ist es? I think it'll be more fun if it's a surprise. Oh ja, das ist es, Leute. Dann quatschen wir mal mit Shinsuke. Grab you again in your rest. You are going to need it when you face me in Japan. Ja. Ich habe gehört, dass du persönlich darum gebeten hast, vor deinen eigenen Fans gegen mich zu kämpfen. Das ist eine echte Ehre. Yes. Oh ja. It will be an honor, dancing with you starting at the lights. Ja, das könnte durchaus passieren. Was sagt uns jetzt Styles noch? If SmackDown Live is the house that AJ Styles built, then the foundation was constructed in Japan. I learned that the audience there respects traditions like the fighting spirit and hard-hitting matches. And since it's your first trip, you better bring it. Keine Angst, das mache ich immer. There's one other Japanese tradition that you need to know. On your first trip, you're gonna buy all the veterans dinner. Hope you brought your credit card. Haha, als ob. Das hast du dir doch ausgedacht. Gut, Leute, dann mal ab zum Match und gucken, wer unser Überraschungsgegner wird. Okay, da kommt Danny Bryan. Your opponent creating quite the buzz of his own recently as one of this country's hottest new stars. So I'm excited to see you two face each other for the very first time in Japan. We heard Daniel Bryan had a surprise opponent lined up and he definitely delivered. Richtig geil. Yeah, for those of you watching this, WWE.com als ich die Szene das erste Mal gesehen habe, Leute, ey, to catch everyone up to speed, Cole Quinn and Buzz have a long history on the indie circuit. Most recently, they invaded NXT with the now disgraced Baron Blade. Since then, Cole's made a name for himself in Japan while Buzz has done the same on SmackDown Live. By the look on Buzz's face, he probably didn't expect to see his friend in the ring again anytime soon. Nonetheless, we're all lucky to see it happen. Wird ein richtig cooler Kampf.
Und Triple H als Gegner. Hat das schon. Was heißt als Gegner? Und Triple H, der sich einmischen kann. Wobei der kann sich immer einmischen. Und hier haben wir erstmal den Second Rope DDT. Kick an den Kopf, glaube ich, war es, oder Magen, bin mir nicht ganz sicher von der Position aus. Whip in, Leapfrog, noch ein Leapfrog und Knuana. Nein. Zack. Ja, lassen wir ihn erstmal aufstehen. Nö, lassen wir nicht. Hätten wir doch tun sollen. Gut, rein in den Ring. Aufs oberste Seil. Und was auch immer das war, es ging nicht wirklich gut. Du willst mich jetzt schon pennen? Wie süß. Okay. Ah, schön das Bein reingezogen. Und jetzt. Ha, diesmal war ich vorbereitet. Diesmal darfst du unsere Sunset Flare Powerbomb nach draußen fressen. Und als nächstes kriegst du von uns den Move hier. Dann den Move hier in die Ecke. Und ein paar Schläge ins Gesicht. Einen Ring. Ja, komm mal lieber etwas schneller in den Ring. Ihr seht schon, der Ring ist auch etwas anders als bei SmackDown oder so. Da wir uns hier eben auf einer House Show in Japan befinden. Was meines Wissens auch noch nie in einem Spiel verbaut wurde, eine House Show. Falls ich mich da irre und ihr das wisst, könnt ihr das gerne mal in den Kommentaren niederschreiben. Schöner Superkick. Move war gut, Springboard, Hulkenrunner. Geladener Finisher jetzt noch. Boom. Gucken, ob das schon reicht. Okay, das ging sehr einfach. Schöne Highlights. Wie unseren Small Package Pile Driver. Zum Pin und da kommt das Sweet. Cole hat immer noch Rücken, wie es aussieht.
What started in high school gyms in the U.S. has now added a new chapter in Japan. This is truly a special moment. And this is only our first night here. We will get to see Buzz versus Nakamura. And then there's the WWE Network special from the Dome. I'd do this for free. Don't give him any ideas, Byron. Thanks again for joining us from Japan for this WWE.com exclusive. Wir starten jetzt nicht direkt in das Match gegen Shinsuke. Ich vermute, das wird jetzt hier nach dem nächsten Tag auf uns warten. Dann würde ich sagen, das passt irgendwie jetzt sehr gut mit diesem Match, diesen Part zu beenden. Und dass wir dann eben im nächsten Match, also im nächsten Part, uns mit dem Finale der Japan-Reise, nämlich dem Match im Superdome gegen Shinsuke Nakamura, widmen können. Also dann, Leute, ich wünsche euch jetzt mal wieder viel Spaß mit der Folge hier. Wenn euch diese Folge hier gefällt, könnt ihr auch gerne ein Like oder auch mal wieder ein paar Kommentare da lassen. Würde mich auch sehr drüber freuen, wenn ihr mir dann mal Feedback gebt, wie euch das Let's Play hier so gefällt. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.